Dann haben wir plötzlich gemerkt, was auch noch läuft, ist Sharing. Wie shared man zum Beispiel heutzutage Audioinhalte? Indem, dass man zum Beispiel sagt, ah, ich habe da was Cooles gehört, drückt man drauf und dann kann man sagen, mal hört mal, was der Typ da erzählt hat und dann schickt man es weiter. Auch so eine Geschichte. Kann man dann hier weiter auf Facebook, Twitter mailen, was auch immer. Den ganzen Podcast oder auch die einzelnen Inhalte. Dann Cross-Device-Handling, auch eine Geschichte, die so funktioniert, dass ich zum Beispiel dann auf dem Computer anfange, etwas zu hören, bin aber noch nicht fertig, möchte weiterhören, dann kann ich Pause drücken, dann gehe ich aufs Handy, starte meine App und dann läuft es da weiter, wo ich aufgehört habe zu hören. Auch hier wieder keine Riesengeschichte, aber das Spannende daran ist, dass wir das Ganze jetzt so aufgedröselt haben, dass das jeder machen kann. Also das heißt, die Idee hier war am Anfang, die Leute auf die Plattform zu bringen, bis wir gemerkt haben, die Schnittstelle ist eigentlich fast cooler als die Plattform selber. Das heißt, die Leute können das selber bauen. Wir geben den Entwicklern 17 Radiostationen in die Hände mit User Handling, mit allem drumherum, da können sie was basteln. Weil, was man schon merkt, ich meine, das muss ich euch nicht erzählen, wenn ihr schon mal versucht habt, eine iOS-App zu machen, dann bringen die Jungs als Cupertino wieder ein Handy raus, das ist eine andere Grafik, da muss man wieder coden, dann kommen sie mit einer neuen iOS und dann hat man aber nur das iPhone erschlagen. Dann kommt aber Android und Samsung ist wieder anders als Nokia, obwohl die haben, ja doch, die haben auch Android. So Geschichten, also man ist die ganze Zeit am Nachcoden. Und darum ist eigentlich die Idee, dass man sagt, wir geben den Leuten eigentlich die Schnittstellen zur Verfügung, dann können sie das selber machen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, ich habe ein Huawei-Handy aus Südkorea, das möchte ich auch gerne mit der App verknüpfen, dann sagt man, mach's doch selber. Weil es ist einigermaßen einfach dann, weil es ist gut durchdokumentiert. Auch hier wieder keine großen Geschichten, wir haben hier keine große Broadcast-IT benutzt. Ich weiß, da zucken dann gewisse zusammen, will. Wir haben einen Raspberry Pi an die SPS-Steuerung gehängt und der bastelt uns dann einfach ein XML, das uns dann sagt, wenn die Nachrichten vorbei sind. Das Ding kostet irgendwie, weiß gar nicht, 40 Franken, also 40 Euro. Ja. Entschuldigung, aber war auch schon mal günstiger. Aber ist halt ein cooles Teil, weil damit kann man sehr viele tolle Sachen damit machen, muss natürlich dann aber den Techniker kennen, der dann sagt, ah, was ist denn das für ein Ding? Ja, easy, ich baue dir das in den Rec-Raum rein. Weil normalerweise kommt dann gleich, ah, wer supportet denn das? Oder Software, die wir nicht kennen, oder dieses Gerätchen haben wir noch nie gesehen, passt uns nicht. Ich kenne den Typen zum Glück und dann hat er das einfach mal so reingetan, bei der SPS-Steuerung zwei Drähte weg und dann auf das Raspberry Pi. Und dann raus damit. Für die Leute, die hier sind und coden können, es ist unter wiki.diy.fm ist die API komplett beschrieben. Man kann da einfach rauf. Da sind eben diese 17 Radiostationen aufgeschlüsselt. Es gibt News Off, also wann die Nachrichten vorbei sind, gibt es eine Push-Notification. Also man kann seine Kaffeemaschine triggern damit, dass wenn die Nachrichten vorbei sind, läuft der Kaffee. Kann man machen, was man will. Dann die ganzen DLS, also was läuft im Radio, ist auch über Push drin. Die Traffic Announcement on off ist als Push drin, also man kann zum Beispiel nur noch die Traffic Announcement hören, wenn man will. User Handling, die ganzen Settings, die man gemacht hat, die Inhalte logischerweise und sogar der Player sind da und zur freien Verfügung. Also man kann damit machen, was man will. Hat noch viele andere Sachen. Das sind mal die Schnittstellen, die wir zur Verfügung hatten. Dann kam das Nächste, dann kam der Rechtsdienst. Muss ich schnell trinken, weil das mit dem Rechtsdienst war auch nicht so einfach. Weil meistens ist es ja so, dass die dann sagen, ja okay, Moment, wem gehört dann die Idee? Wenn jetzt da jemand kommt, der baut da was in unserem Haus mit unseren Daten, dann ist die Idee ja logischerweise uns. Da musste ich auf die Bremse treten und sagen, Jungs, wenn wir das machen, dann sind wir sowas von tot, weil die Leute werden das dann Shitstorm-mäßig dann verbreitern und werden dann sagen, die lassen da Leute kommen, freiwillig, und klauen dann die Ideen. Das heißt, wir müssen da auf diesen idealistischen Event ein bisschen runtergehen und halt sagen, wir sind nur die Schnittstellenbetreiber. Und wenn da jemand dann Schabernack treibt mit unseren Inhalten, müssen wir bereit sein, das wegzunehmen. Also wir müssen dann halt den IP-Code oder beziehungsweise den Schlüssel dann entziehen
und dann das Port dann schließen. Grundsätzlich ist es halt, sobald das der Rechtsdienst dabei ist, geht es halt nicht, weil die finden halt einen digitalen Robby-Spielplatz, finden sie halt nicht so toll. Was ja auch logischerweise so ist, weil man will halt dann keine pornografischen Inhalte mit den Tagesthemen irgendwie verknüpft haben oder so, muss man dann sagen, Jungs, jetzt mal gucken, was da passiert. Und auch zum Glück, ich kenne nicht nur einen Techniker, sondern ich kenne auch jemanden im Rechtsdienst, der hat dann gesagt, also dann versuchen wir es mal, aber wenn es dann und so. Haben es aber dann wirklich geschafft und grundsätzlich kann man sagen, also für die Leute, die hier auch Lust haben, sowas zu machen, kurz zusammengefasst, der Recht am Beitrag und der Applikation gehört dem Teilnehmer. Das ist das Wichtigste. Das ist wirklich das Wichtigste. Dann, wir können das Gespräch suchen. Das heißt, wir geben nicht automatisch den Gewinner dieses Projekt, machen wir dann weiter, sondern wir können, wenn wir wollen. Wir müssen aber nicht. Ich wollte es unter Creative Commons rauslassen, war aber unserem Rechtsdienst zu wenig. Die wollten da eine richtige AGB so. Mussten wir uns halt dann einigen, dass es ein non-kommerziellen Umgang ist. Also man darf da keine Werbung vorne, hinten, irgendwo hinschalten. Wir garantieren auf unserer Seite her keinen Support. Also es hat zwar jemand da, der die API kennt, wenn jemand eine Frage hat, das ist manchmal nicht schlecht, aber wir bieten keinen 24-Stunden-Support, Hotline, was auch immer. Und auch die Garantie, dass die Schnittstelle funktioniert, hätte einen riesen Rattenschwanz an Support hingestellt. Darum habe ich gesagt, wir bieten lieber keine Garantie und hoffen, dass es funktioniert. Und lustigerweise, es hat immer funktioniert, es war nie ein Problem. Und man kann sie bei Missbrauch abschalten, weil was spannend ist, es gibt so, vielleicht haben Sie schon mal was von Reverse Engineering gehört, das funktioniert echt gut bei Webseiten und es gibt gewisse Webseiten, die haben gar keine Schnittstellen. Man kommt aber an die Schnittstellen ran, indem das man in Source Code ein bisschen gräbt und dann plötzlich, bumm, hat man die API. Und die kann man dann aber nicht abschalten, weil ja die Hauptwebseite läuft ja damit. Das heißt, wenn da jemand einen Schabernack treibt damit, kann man sie ja nicht mehr abstellen. Und diesen Typen dann zu isolieren, ist viel aufwendiger, als einfach eine gescheite API hinzustellen und zu sagen, da nimm. Und wenn es dann nicht mehr so gut läuft, dann entziehen wir es wieder. Das ist kurz zusammengefasst die ganze Geschichte mit dem Rechtsdienst. Der Event selber ist dann eigentlich der kleinste Teil, weil es ist eigentlich ganz einfach, so ein Event hinzustellen. Bei uns gibt es die Typen da, die Eventmanager, die mit dem Headset, die da immer rumrennen und so und sagen, es hat keine Kartoffeln mehr. Da ein Telefon sagen, wir machen diesen Event, der macht dann so einen super Plan, es läuft. Das ist dann kein Problem. Das einzige Problem ist dann auch wieder der IT-Security zu erklären, dass man ein echtes Internet braucht und nicht so ein Intranet irgendwas, sondern man braucht ein Internet, wo alle Ports offen sind. Auch da wieder mussten wir uns einigen, 1, 2 Ports mussten sie leider aus irgendwelchen Situationen schließen. Wenn jetzt da jemand kommen würde und anfangen würde zu spammen, so, haben sie es dann zugemacht, hat aber niemand interessiert, weil das waren irgendwelche Ports, die niemand mehr braucht. Ich glaube, jemand konnte dann nicht skypen oder so, aber spielt nicht so eine Rolle. Also wichtig ist, dass man ein WLAN hat, Strom, ganz wichtig, einigermaßen gescheites Licht, Arbeitslicht und Essen und Trinken. Am meisten Kaffee, fertig, das ist's. Und vor allem, ganz wichtig, keinen Workshop draus machen. Unbedingt. Weil sobald dass man anfängt, da irgendwas zu koordinieren, irgendwie, du hast noch keine Gruppe, guck mal, hier könnten sie noch oder so, war auch ein bisschen ein Stress. Ich konnte 2 Tage vorher nicht schlafen, weil ich ja wusste, der Generaldirektor kommt. Das ist der Chef, 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 Chef. Und wenn jetzt der kommt und der sieht, dass das Ding nicht funktioniert, dann ist es das letzte Mal, dass ich das gemacht habe. Und drum hatte ich ein bisschen einen Stress, aber ich muss mich dann auch zurücknehmen und sagen, kommt schon gut. Und wenn es dann nicht läuft, irgendeine Ausrede findest du immer. Hat zum Glück funktioniert, aber das war auch genau das Thema, dass man eben die Leute, die da kommen, das sind ja keine Schüler, die man da und jetzt bitte Hand geben und Obacht, da ist noch ein Zebrastreifen, sondern die wissen ja, wie es funktioniert. Das sind gestandene Leute, Männer und Frauen, die das nicht das erste Mal machen und die haben sich sehr schnell dann zu Gruppen formiert, hat prima funktioniert. Ich war am Anfang da, habe was erzählt und am Schluss dann und zwischendrin 2-mal die PowerPoint gewechselt und gesagt, jetzt gibt es was zu essen. Fertig, das war's. Einmal ist noch eine Frau umgekippt,
Das war unsere Quotenfrau, die hat sich so verausgabt, die hat vergessen zu essen und ist dann umgekippt. Also wirklich so flumm. Zum Glück hatten wir auch noch einen Securitas da, der ist dann mit Funk und so und Rucksack und wurde dann wiederbelebt und sie ist wohlauf. Ja, also es war nicht gleich kneten, ja, aber weil so Beine hoch lagen und so. Aber es war vor allem das Lustige, es war unsere Quotenfrau. Wir hatten nicht viele Frauen und dann kippt sie noch um. Aber ja. Dann gut ausschildern ist auch noch wichtig bei einem großen Haus. Aber grundsätzlich kann man sagen, nicht viel, nicht zu viel reingeben, sondern die Leute sollen das selber gucken. Bedeutet aber auch, sich zurückzunehmen, was für Workshopleiter meistens ein Problem ist. Weil sie haben immer das Gefühl, das muss doch. Und da, und Kleber. So, und jetzt nochmals ein kleines Video, das ein bisschen einen Überblick gibt. Ist ein Promo-Video, geht 2 Minuten, wie unser Hackday ausgeschaut hat. Wenn es läuft. Especially for the SRG SSR hack days, we collect a lot of APIs that we provide the hackers in advance. After 2 minute presentation, the hackers collect teams to work together on an idea. So they build new products, new prototypes, and afterwards they dive directly into the work for the next 24 hours. SRG Hackdays sind wirklich tolle Sachen, weil wir die Möglichkeit haben, etwas Spannendes zusammen in einer kollegialen Atmosphäre bauen. Wir bekommen wunderbare Daten, die wir damit arbeiten dürfen, super tolles Essen. Und die Atmosphäre hier im Raum ist toll, man hilft einander gegenseitig, auch wenn man einander bis gestern vielleicht noch nicht einmal kennt. Ich bin beeindruckt, das sind Fachleute, junge Leute, die wunderbare neue Möglichkeiten probieren. Möglichkeiten, die sicher auch für den Fernsehzuschauer, für die Fernsehzuschauerin, für die Surferin und den Surfer wichtig werden eines Tages. Und sie machen das mit Elan, mit Engagement, mit so viel Know-how, aber auch mit einer Stimmung, die das trägt, was die digitale Welt verkörpert in unsere Studios. Number one.